Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Und heute möchte ich mit euch eine, ja, eventuell Badezimmer-Deko, Gästebad-Deko, Bad-Deko, aber durchaus auch geeignet für draußen oder für den Tisch. Und dafür habe ich mir diesen wunderschönen silbernen Fisch, ich glaube, das könnte ein Karpfen sein, besorgt. Momentan ist Silber ja voll im Trend, das bekommt man überall. Ich möchte keine Schleichwerbung machen, den habe ich mir aber tatsächlich bei Kick gekauft. Völlig günstig, also kann man durchaus mal luschern gehen. Auch diese süßen kleinen Seesternchen habe ich mir besorgt. Und dann möchte ich vorweg schon mal sagen, ich mag es immer nicht, wenn man alles mit Heißkleber festklebt, weil es sich danach sehr, sehr schwer wieder lösen lässt. Insofern habe ich solch Krampen mit Heißkleber hier in der Mitte befestigt und das lässt sich auch rückstandslos wieder entfernen. Ich habe eine kleine Muschelgrabbelkiste mir schon bereitgelegt. Und in meinem letzten Video habe ich ja gesagt, ich habe mir etwas vom Strand mitgebracht, was ein bisschen wuscheliger ist, könnte man durchaus als Euphorbia-Ersatz nehmen. Das sind einfach ganz getrocknete Gräser, wie man sie am Strand, diese Strandpflanzen oft findet. Und ja, das Getrocknete habe ich mir einfach mal ein bisschen mitgenommen. Dazu komme ich aber später. Ich habe mir diese Schale ausgesucht, weil ich finde, die hat so ein bisschen Steinoptik. Man könnte jetzt natürlich passend zu dem silbernen Fisch auch eine silberne Schale wählen. Ich wollte es jetzt nicht, weil ich möchte, dass der Fisch definitiv als Eyecatcher im Vordergrund steht. Den lege ich mir aber nochmal beiseite. Jetzt habe ich mir ein bisschen Steckschaum zurechtgelegt, den ich hier eindrücke. Und ich möchte ja, dass die ganze Sache ein bisschen höher kommt, aber runde mir die Schrägen hier ein wenig weg. Wer mag, könnte sich das jetzt auch richtig glatt rund schneiden. Aber so finde ich das schon ausreichend. Dann komme ich zu meinem Moos. Das habe ich mir auch schon bereitgelegt. Das hole ich mal eben her. Nachdem gestern mein Moos sehr trocken war, ist es heute sehr feucht. Also ich habe das gut durchgetränkt und das erholt sich tatsächlich auch wieder. Das lege ich jetzt hier rüber. Möchte gar nicht so viel wegschneiden. Steck mir das hier so ein. Und den Überschuss schneide ich mir dann ganz einfach weg. Na, man sieht, sehr viel Natur ist im Moos. Eine Schere. So, den Überstand schneide ich mir einfach weg. Den Rest stecke ich hier gut in meine Schale rein. Das Ganze könnte man sich jetzt anhand von solch kleinen Krampen auch noch feststecken. Ich glaube, ich benötige das eigentlich nicht. Das hält von allein ganz gut. Ich besorge mir das Moos immer auf dem Wochenmarkt, dort, wo ich mir auch meine Pflanzen immer besorge. Ich bestelle das dann vorweg und dann wird mir auch immer netterweise was mitgebracht. Dieses Moos hatte ich jetzt tatsächlich über die warmen Tage ein bisschen draußen liegen. Aber wenn man das gut anfeuchtet, erholt sich das relativ schnell wieder. So, das wäre dann jetzt auch schon geschafft. Als Grundlage wollte ich ein kleines Moosbett schaffen. Wer jetzt kein Moos hat, kann sich auch durchaus was anderes aufbringen. Oder ja, was würde mir jetzt spontan einfallen?
Das vielleicht auch mit Blättern abdecken oder mit Gräsern. So, nun komme ich jetzt zu meinem Fisch. Den möchte ich ja ganz gern einbringen, den möchte ich aber auch nicht platt auflegen. Insofern habe ich mir gut durchgetrocknete Äste besorgt. Den habe ich einmal in der Mitte durchgebrochen. Und nun stecke ich meine ganze Fischgeschichte einfach nur dort ein, bis ich die gewünschte Höhe habe, wie es mir gefällt. So, nun ist mein Fisch auch fest, schwabbelt nicht mehr hin und her. Die Höhe finde ich ganz gut. Man kann es sich ein bisschen flacher, ein bisschen höher, ganz wie ihr mögt. Und nun komme ich hier auch schon zu meinem gesammelten, trockenen, ich nenne es mal Gestrüpp. Ich finde es aber total schick und davon schneide ich mir immer so kleine Abschnitte ab. Ihr hört auch, das ist wirklich gut durchgetrocknet. Wickel mir da ein bisschen Draht rum. Verzwirbel. Ich habe auch eine andere Schere hier liegen. Muss ich nur mal schauen. Ach, da liegt sie ja. Verzwirbel mir das Ganze. Schneide die Enden ab und kann das anhand dessen auch hier schon mit einbringen. Man kann natürlich auch kleine Krampen nutzen. Zählt dann auch. Davon mache ich mir so 2, 3 fertig. Bringen Sie mir überall ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das hätte ich jetzt mal fertig. Ich drehe das Ganze mal. Ich habe den Fisch jetzt hier ins Moos gebettet, also in einem Steckschaum gebettet, habe dieses Ostseegras. Also die Pflanze sieht ein bisschen aus, als würde Rotkohl wachsen und die blüht dann im Spätsommer, Herbst auch und dann vertrocknet das halt und dann kann man sich das ganz einfach abknipsen. Ich bin ja unwahrscheinlich oft und viel an der Ostsee und ja, da findet man schon Dinge, die man ja in seiner Deko ganz gerne mit einbringen möchte. Das habe ich jetzt gemacht. Also wem das jetzt stören würde, dass hier das Stöckchen zu sehen ist, mich stört es nicht, weil auch das ist Natur und ich mag es ja auch mit Naturdingen zu spielen. Und insofern, mich stört das jetzt überhaupt nicht. Ich finde das ganz im Gegenteil sogar sehr, sehr hübsch. Jetzt habe ich hier, wie eingangs schon erzählt, meine 2 Seesterne. Die stecke ich mir einfach nur an als Eyecatcher. Und dann drapiere ich noch meine Muscheln, die ich mir bereitgelegt habe, mit ein. Und dann, ups, da fällt schon was ab. So. Und auch bei den Muscheln habe ich das so gemacht. Ich habe mir aus meinem Draht eine kleine Öse, eine kleine Schlaufe, das mit Heißkleber da reingeklebt. Weil wenn ich jetzt hier überall Heißkleber aufbringe und um das anzukleben, dann habe ich nachher auch ein Riesenproblem, dieses Ganze wieder zu lösen. Und ich finde das immer sehr schade, wenn Deko zerstört wird von diesem vielen Heißkleber. Das kann ich ganz einfach wieder abziehen. Und wäre schnell entfernt. So, jetzt drapiere ich mir noch Muscheln dort mit ein, wie ich sie haben möchte. Und dann ist meine Deko auch schon wieder fertig. Um einen kleinen Blickfang mit reinzubringen, könnte man jetzt auch noch mit ein bisschen Rot spielen. Das muss ich mal schauen, wie ich das mag, wie ich das möchte. Aber hier in der Mitte, da werde ich mir ein bisschen Muschelkies aufbringen, ein kleines Muschelkiesbettchen. Also nutzt, was ihr da habt, nutzt, was ihr mögt und eine Deko ist ruckzuck hergestellt. Ich bin am Überlegen, ob ich mir noch hier ein Dekoband anbringen werde, so ein Sisalband unten als Eyecatcher. Das werde ich wahrscheinlich auch tun. Und
dann ist die Deko auch fertig. Ganz zum Schluss zeige ich wie immer im Abspann das Ganze nochmal im Vollbild, wenn das dann fertig ist. Sonst sprengt man ein bisschen den Rahmen hier beim Dekorieren. Oftmals bekommt man Kommentare, dass das ja viel zu lang ist. Okay, dekorieren kostet auch ein bisschen Zeit oder dauert auch ein bisschen. Insofern dekoriere ich das Ganze jetzt in Ruhe zu Ende und zeige euch das Ganze ganz zum Schluss im Abspann. Ganz viel Spaß beim Nachmachen, ganz viel Freude damit. Ich werde sie haben, ich werde es in meinem Bad stellen und dann können auch meine Gäste sich daran erfreuen. Ich werde mir wahrscheinlich noch ein kleines Teelicht daneben stellen, weil es sieht wunderschön, ich rede mal wieder schneller als ich denke, aus, wenn dann abends ein kleines Teelicht an ist und der Fisch vor sich hin funkelt, stelle ich mir unwahrscheinlich schön vor. Ja, also wie gesagt, viel Spaß beim Nachmachen, viel Freude damit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.